Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, und zwar zu Staffel 3. Die Staffel, wo ihr euch Challenges ausdenken könnt und ich sie versuche blind zu bewältigen. Und wir haben eine Challenge, und zwar kommt die heute von Ben's Game. Ben's Game hat geschrieben: Icon, Challenge an dich, nimm einen Killer ohne Perks und nimm eine Opfergabe in Rot. Versuche alle zu killen, wahrscheinlich. Ich danke dir, Ben's Game, für die Challenge. Und ich soll einen Killer nehmen, wo ich alle mitkillen soll, ohne Perks und nur mit der Opfergabe. Das ist die Frage. Wen nehme ich da? Ich guck mal eben ganz kurz nur. Habe ich eine rote Opfergabe mit ihr? Nee, habe ich nicht. Mit dir eine rote Opfergabe? Ja, okay. Addons stand jetzt nichts drin. Ich nehme einfach alle Addons raus. Und alle Perks. So, und damit sehen wir uns dann gleich zum Gameplay. Bis gleich, meine Lieben. Und damit willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind im Thompson House auf der Coldwind Farm mit dem neuen Killer. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die spielt. Achso, Rätselraserei, gut. Ja, wir haben nur ein Addon dabei. Wir haben nur eine Opfergabe dabei. Und das ist Mori für alle. In Rot. Aber keine Perks und keine Addons. Wollen wir doch mal gucken, wir wurden schlagen. Ich finde das hohe Gras hier bei der Map ehrlich gesagt ein bisschen irritierend. Eher als helfend. Weil da kann man die Survivor schneller verlieren, ne? Ja, hab ich schon gesehen, dass du in die Richtung gerannt bist. Der rennt aber weit, ne? Gut, die rennen gerade erstmal. Erstmal eben die Sachen hier sabotieren. Gehe ich gleich wieder zurück. Ich will nicht unbedingt, dass die weitergemacht werden. Wow, und jetzt alle vier Überlebenden muss ich kriegen. Das ist halt übel, ne? Das ist halt übel. Ja klar. Ich habe dann den Gen weitergearbeitet. Ich sehe die Survivor nicht. Im Maisfeld. Ich sehe die einfach nicht. Das ist gerade wichtiger. Kann man sich denn da verstecken? Übrigens, wir haben hier zwei Zweiergruppen. Wir haben hier zwei Zweiergruppen. Und ein deutsches Team und ein russisches Team. Und das eine Team ist, das eine Team hat zwei Ausschlüsse wegen VAC. Also zwei VAC-Ausschlüsse. Man könnte meinen, die hacken. Oder haben wir gehackt. Darum, muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, hier war noch einer. Nicht so schlimm. Halb so wild. Auch halb so wild. Also der Arrow und der wir den haben. Gleich. Oh wow, die rasen gerade die Gems runter.
War vielleicht auch keine so gute Idee mit zwei Zweier-Teams. Gegen zwei Zweier-Teams zu spielen. Junge, die sind gleich durch, ne? Die sind ja gleich schon durch. Ich will mich jetzt nicht mit denen so lange aufhalten. Der wird nicht weit kommen. Oder der müsste bald liegen. Dass der noch steht, ne? Ja komm, die snack ich mir jetzt. Der steht zumindest nicht mal wieder auf. Ernsthaft? Wie kann das denn sein? Hat er sich insta geheilt? Das kann nicht sein, oder? Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich werde auf jeden Fall nicht alle vier kriegen. Ja, boah, ich seh dich. Du bist ja drollig, Alter. Oh, das andere Tor ist auf. Gucken, ob der hart im Nehmen hat. Oh, kommt der echt noch raus, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, hat er gut gemacht. Aber der hat auch ein bisschen geleckt. Hat er gut gemacht. Das war auf jeden Fall einer von den beiden, die gecheatet haben. Oder zumindest einen VAC-Ausschluss haben. Die werden aber rauskommen. Alle. Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh wow. So. Ja, gut gemacht. Na, ich weiß nicht, wo sie hinrennt. Ah, das Tor ist auf. GG. Ja. Gut, damit ist die Challenge leider vorbei. Die kann ich auch nicht wiederholen, weil das Problem ist, dass ich keine Aufgaben mehr habe dafür. Dann, Challenge ist... Danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns zur nächsten Challenge, meine Lieben. Ja, macht's gut. Bye, bye.